Ja, am Ende gibt es davon da draußen noch mehr, als man sich vielleicht vorstellt. Und das ist nämlich der interessante Punkt, den ich bei dir festgestellt habe. Denn ohne dir nahe treten zu wollen, aber deine Fanbase ist halt noch nicht so groß wie die von einem, weiß ich nicht, Sido Bushido oder sowas. Absolut, so. absolut. Aber die Intensität in dem Gefolge, also in den Leuten, die dir folgen und dem, was du machst, die habe ich hier allein auf dieser Fahrt. Und das waren nur 1,5 Stunden mit denen unterwegs sein, als ungemein intensiv erlebt. Ist das das auch, was du selber mitbekommst als Feedback? Ja, voll. Also, Also dass zum da. Beispiel, guck mal, wir haben jetzt am 8.1. haben wir so unser Release-Konzert und am 9.1. haben sich jetzt irgendwie so voll viele so organisiert, sich am Hauptbahnhof zu treffen und einfach so ein paar Obdachlosen und so Decken zu bringen und so, weißt du? Also es hat überhaupt nicht, es kam nicht von mir so und ich habe das so gelesen, wir haben so eine Zeckenelite, so eine Gruppe, wo so die Krassen drin sind und ich fand das so heftig, weißt du? Weil ich dachte irgendwie so, Mann, die sind so. So geil, weißt du? Die sind eben nicht, ey, lass mal eine Aktion machen, so, wir kaufen alle Swiss-Album zusammen und machen Facebook-Fotos, sondern die gehen los, weißt du, was ich meine? Und geben irgendwie Leuten, die nichts haben, so eine Decke. So, und das, keine Ahnung, das fand ich voll cool. Natürlich will ich die auch so an meiner Seite haben, jetzt auch auf der JBO-Tour, weißt du? Dann, wenn ich irgendwie einen schon gesehen hatte, der irgendwie 30 Euro für ein JBO-Ticket ausgibt, um uns in dreiviertel Stunde zu sehen, habe ich die alle anderen Termine auf Liste geschrieben so, und den Alkohol aus dem Backstage geschmuggelt und mit denen gesoffen, so, weißt du? Also, da waren echt so legendäre Abende so bei uns am Merchstand. Weil, keine Ahnung, das ist ja auch so, wir haben ja diese Regeln der 666 und so, weißt du? Es ist so, wir sind alle gleich, wir sind alle Sterne, so, weißt du? Ich sehe das schon so, dass es soll um alle gehen, weißt du? Es soll nicht so sehr jetzt darum, dass ich irgendwie mir darauf einen runterhole, so, weißt du, die himmeln mich an oder so. Es geht darum, dass alle das Gleiche wollen irgendwie. Und ich glaube, genau das ist das Geheimnis. Ich glaube auch, deswegen sage ich das auch. Ich glaube, dass das, natürlich haben das noch nicht so viele jetzt mitbekommen, wie du sagst, wie bei Sido Bushido, aber ich glaube, dass das einfach Das kann sich entwickeln. so eine starke Beziehung ist, Bewegung ist, die glaube ich, ganz, ganz vielen Kids so eine Identität gibt, so, weißt du. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Diese Idee hat auch der Punk früher den Leuten gegeben, dir offenbar auch. Deshalb, du hast zwar doch vorhin nicht schon ein bisschen dazu geäußert, aber nochmal zusammenfassen: Punk ist. Punk ist für mich eine Lebenseinstellung. So. Kannst du das konkretisieren? Ja, also ich werde ja auch ganz oft, ich bin ja jetzt nicht so, weißt du, wenn mich dann so Punkrock-Magazine fragen, ja, deine Favorite Bands und Punk und kennst du den und jenen und so. Falk hat auch mal mit mir so ein Interview und er kannte jeden und ich bin halt Ja, weil so. der vorher wieder 3 Stunden lang Punk-Seiten durchgeguckt hat. Weißt du, und ich war halt so, ich so, Ja, den kenne ich nicht, kenne ich auch nicht. Die tun dann so, ja, du darfst gar nicht über Punk reden, weil du kennst den und den nicht. Und das finde ich halt überhaupt nicht, weißt du. Also Punk ist für mich als allererstes die Einstellung, so in diesem System, da mache ich nicht mit. So, kein Bock. So. Ja, Weißt du, dagegen. so ein Rädchen sein, kein Bock. So. Und das ist für mich einfach so hauptsächlich das Bewusstsein, was ja auch in meiner Musik, weißt du, bei Vermisse, bei allen Songs, es geht eigentlich so, hat mich auch jemand dann in einem anderen Interview gefragt, so, ja, das ist ja gar nicht so politisch. So, und ich sag so, nee, es geht gar nicht darum, so, finde ich, politisch zu sein, weil am Ende wählst du sowieso immer irgendwie das Gleiche, so in welcher Version auch immer. Es geht mehr darum, so gegen die Gesellschaft Form zu sein, wie sie gerade ist, so, weißt du? So, dagegen bin ich so. Ich finde es halt scheiße, wenn Leute groß werden und denken, das Einzige, was sie glücklich macht, ist irgendwie viel Geld zu verdienen oder irgendwie, du hast nur 2 Möglichkeiten, Ausbildung oder Studium und danach Geld. Weißt du, es ist alles so eindimensional wird das dargestellt. Und ich glaube, dass deswegen Menschen auch so unglücklich sind, weil sie halt denken, oh, es geht nur so, weißt du? Und ich finde, Punk ist zu sagen, nein, Mann, Digga, bau dir deine eigene Welt, weißt du? Leb, wie du das möchtest, wie es dich glücklich macht, so. Das ist vor allem für mich Punk, so. Und die Suche nach der großen Freiheit, und damit sind wir dann beim Album. Auf jeden Fall. Große Freiheit steht für. Große Freiheit steht natürlich für die große Freiheit, die Hamburg mir gibt, und auch für den Tod. So. Ja? Ja. Ich meine, wir haben Sarg auf dem Cover so. Der Tod ist für mich auch die große Freiheit so. Die Erlösung. Das ist schon eine krasse, krasse Ansage und gibt dem ganzen Album, würde ich auch sagen, eine Menge Ballast schon mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja auch die Diskussion irgendwie so, oh, das Cover ist wieder so dunkel und so. Keine Ahnung, ich finde das beste Cover, was ich je für irgendetwas hatte, so, weißt du? Und es war mir einfach wichtig, weil das Album ist für mich auch
großer Ballast, so, weißt du. Das ist irgendwie so meine Auferstehung. Es ist so, keine Ahnung, dass es das Beste ist, was ich bis jetzt gemacht habe. So, da, das muss ich eh gar nicht erwähnen. So. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Album so nachhaltig geworden ist, weißt du? Also es ist so ein, bei mir ist es normalerweise wirklich so, also Wixtape habe ich gemacht, so, und danach kann ich es nicht mehr hören, weißt du? Und diesmal sitzen wir im Tourbus und hören einfach so unsere 4, 5 Favoriten vom Album, so hoch und runter. Und ja, deswegen, für mich ist das irgendwie so was, was so ganz episch ist in meinem Leben, dieses Album geworden. Ich würde ja schon sagen, dass es, wenn wir dann jetzt noch ein bisschen zurückblicken auf das, was wir jetzt hier eben schon besprochen haben und auch generell, was man musikalisch bei dir gesehen hat, scheinst du jetzt endlich angekommen zu sein in dem, was du kannst und was du willst und was auch wie maßgeschneidert für dich zu sein scheint. Voll. Fühlt sich schon auch, du stimmst zu, es fühlt sich für dich genauso an. Total. Also ich man merkt es ja auch irgendwie an den Songs, weißt du, ob man selber, das ist ja, eigentlich sind ja die Songs, die du machst, so dein bestes Feedback über deine eigene Arbeit, wie lange du das magst und keine Ahnung, ich habe so gut geschrieben wie noch nie, weißt du, also gefühlt ist sehr natürlich immer eine eigene, ich habe so gut geschrieben wie noch nie, ich habe irgendwie, die Songs sind so gut geworden wie noch nie, weißt du, also ich höre mir das Album durch, auch wenn nicht der eine Song jetzt mehr catcht als der andere vielleicht, aber ich finde so keinen Fehler, weißt du, ich sage, oh, die Line ist cool, ja, die würde ich wieder so schreiben und so. Fernab von der Musik, wo wir vielleicht nochmal über die Stilrichtung gleich nochmal sprechen können, fand ich die Skits sehr interessant gewählt. Da ist am Anfang, ich glaube, es sind 3 Skits drauf. Genau. Und der erste Skit ist, glaube ich, der spitzt du irgendwie am Hafen wohl mit irgendeinem Typen. Ja, ja. Und redest wahrscheinlich auch mal mit ihm über seine große Freiheit. Er irgendwie am Ende erzählt, ja, warum bist du in Hamburg? Ich hatte 3 Familien. Ja, ja. Amsterdam, Rom und so. Ja, und ich habe mich für Hamburg entschieden. Ja, ja, ich meine, so ist es doch irgendwie. Also ich finde, dass Hamburg auf der einen Seite so, ist es Hamburg so viel Fernweh, weißt du? Ja. Also ich finde, jeder Hamburger träumt sich ja auch immer weg. So, man sieht den Hafen, man sieht die Schiffe wegfahren und denkt so, oh, wo die, also so was bei mir mal, wo die wohl hinfahren und so. Und, das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen. Ne, weißt du, da wäre ich auch gerne und so. Und auf der anderen Seite ist es so, gerade wenn man auch weg war, weißt du, der war ja auch bei der Fremdenlegion 7 Jahre, weißt du, hat wahrscheinlich, war überall so, ist zur See gefahren. Und trotzdem will man irgendwie so hier zurück. Weißt du? So. Und mir geht es auch so. Ich vermisse Hamburg total. So, auch wenn es irgendwie kleiner ist als Berlin und als London und nicht so schillernd wie Paris und so. So, das ist meine Heimat, weißt du? Ja. Und dann ist aber noch dieser zweite Skit, bei dem, ich weiß gar nicht, der dritte weiß ich gar nicht, aber der zweite, der für mich sehr prägend war, das war, ich muss mal kurz, Kunst in Deutschland. Ja. Das ist dein Monolog über Kunst in diesem Lande und da ist dieses Zitat für mich so schön hängen geblieben. In diesem Land gibt es keine, du suchst nach der Liebe für Kultur in diesem Land und wenn Kunst ausstirbt, stirbt die Menschheit. Erstmal, wo hast du das gesagt? Wann war das Ganze? Das war für irgendwie so ein kleines, es gibt ja ab und zu so Kiddies, die so Referate machen wollen und so weiter und so fort. Und da ist einer extra nach Hamburg gekommen und hat das gemacht und wir haben das dann auch aufgenommen, so, weißt du? Und das ist ein ganz schön tiefgründiger Monolog über deinen Kampf für die Kunst. Nein, und es ist halt so, ich finde das halt wichtig, weißt du? Also, ja. ich sag da ja auch, dass es so, keine Ahnung, ich hab auch lange überlegt, ob ich den reinnehme, weil es natürlich voll so irgendwie auch ist, das so ein bisschen so auf der einen Seite so selbst abgefeiert, so, aber ich fand das einfach so wichtig, dass man sozusagen, weil Kunst wird heutzutage irgendwie so, weißt du, also gerade im Hip-Hop, weißt du, wenn wir wieder dabei sind, wird nur noch über Verkaufszahlen. So, dein Album ist Gold gegangen in der ersten Woche, das ist ein gutes Album. So, und es gibt so voll die geilen Künstler, so, die halt nicht so erfolgreich sind und vielleicht sind sie blödere Geschäftsmänner oder irgendwas passt nicht, die aber für mich total Kunst machen und die werden so in Deutschland so als so Penner wahrgenommen, weißt du, guck mal, die Penner, so erfolgreich, geh mal arbeiten. So, und weißt du, und gerade so in Paris, also so in Frankreich oder so, wo Kultur irgendwie so, die sind so stolz auf ihre Kultur, weißt du, so, da ist halt jeder, der irgendwie sowas macht. Jan Delay hat mal gesagt, jedem Land die Kultur, die sie verdienen. Ja, ist so, weißt du, so wie wir alle den Kanzler oder die Kanzlerin haben, die wir verdienen, so ist auch mit der Kultur. Und ich finde halt, dass es in Deutschland sehr so, ich meine, du siehst ja, was erfolgreich ist. Es ist so Trash-Formate, so, keine Ahnung, es wird alles kurz gegessen und weggeworfen, so, weißt du? Und es ist irgendwie so, deswegen meinte ich so, ich bin so stolz, dass das Album so nachhaltig ist.
Weil es irgendwie so, ich habe das Gefühl, es hinterlässt was. Weißt du? So. Dafür will ich einfach auch Anerkennung, weißt du? Egal, und deswegen, egal ob ich jetzt damit reich werde oder nicht, so. Das ist so ein famoses Album, weißt du, so, das, keine Ahnung, wir haben da auf diesem Ding einfach wirklich unfassbar abgeliefert, so, und es interessiert mich irgendwo auch nicht, natürlich will ich davon leben und so und freue mich, wenn das sich verkauft, so, aber ihr entscheidet nicht, ob das geil ist oder nicht, so, weil es ist geil. Du willst Respekt für dein Album, du möchtest Respekt für die Arbeit haben, die kriegst du von mir jetzt auch, denn es gibt einen Song auf dem Album, der mir persönlich, also wirklich auch echt hängen geblieben ist, das ist, Asche zu Staub. Ja. Den habe ich auch im Vorfeld schon mit Sleepwalker mir mal zeigen lassen. Und der ist schon, also von meiner Seite aus, also lyrisch, inhaltlich echt unheimlich stark, aber auch 100% ehrlich. Also, das ist schon, finde ich, eine ganz schöne Ansage. Deshalb Halbsatz an dich: Asche zu Staub ist. Der größte Seelenstrip, den ich irgendwie je hingelegt habe. Ich finde es ganz interessant. Also das sehe ich ganz genauso, das ist er auch. Und jeder, der ihn hören wird, wird es auch genauso fühlen, weil du unheimlich selbstkritisch mit dir selber bist. Du redest auch über deine eigene Karriere, über die Erfolgslosigkeit, über Probleme, über Ängste, über Krankheit, über Sorgen. Das würde wahrscheinlich die wenigsten Künstler machen, in der hundertprozentigen Ehrlichkeit, weil es sie ja total angreifbar macht. Für dich, ja, für dich und deinen Kosmos, deine Fans, ist es aber wahrscheinlich sogar eher wie eine Wie ein Feuer, das entfacht wird. Ja, ich glaube natürlich, dass es so, aber es ist echt krass. Also so, ich hatte so zwei, drei Kollegen, die das so gehört haben, auch so mein DJ, The Wizard, so, und dann hat er den Song das erste Mal gehört, also, und dann hat er mich so in den Arm genommen danach, meint so, Digga, ich zähle auf dich, so, weil ich sage, ich zähle nicht auf mich, so, weißt du? Ja. So oft habe ich mich schon verzählt. Natürlich macht mich das angreifbar, so, aber ich, keine Ahnung, ich wollte auf diesem Album gar nicht irgendwie so nicht angreifbar sein, weißt du? Ich finde, die Musik ist allein schon nicht angreifbar, so, weißt du? Also man kann das Album hören und sagen, es ist, ist nicht mein Fall, aber man kann nicht sagen, dass das nicht ein krasses Album ist, so meiner Meinung nach. Und bei dem Song war es mir einfach, keine Ahnung, ich wollte einfach so die letzten Jahre so reinwaschen. Und ich habe das in dem Moment so, das war auch wirklich so eine Situation, morgens um vier, so, ich bin rumgefahren und kam nach Hause und war irgendwie so, keine Ahnung, voll den Trainer und dann habe ich das Ding geschrieben, so, weißt du, und da sind Zeilen drin, die gehen unter die Haut, egal ob man wie depressiv oder wie gescheitert man sich in seinem Leben gefühlt hat, aber ich nehme sie immer wieder als wunderbares Beispiel. Manche sind halt für den ersten Platz, manche sind halt für den letzten Platz geboren, ne? Ja. Sagst du, ja? Das ist, ich finde auch lyrisch, also da, wenn du sagst 4 Stunden, da sitzen manche Poeten lange dran, bis sie sowas zusammengebaut haben. Interessant finde ich aber, wenn du am Anfang mit dem Eminem-Vergleich kommst oder mit dem Einstieg in deine Rap-Karriere und dann am Ende mit dem Song, wie jetzt so auch als letzter Song auf dem Album, eine Nummer haben, die im Prinzip klingt wie aus 8 Mile, wo er sich auch hinstellt und sich erstmal komplett nackt macht. Ja. So, und jetzt kommt zu mir und jetzt sagt mir, was ihr noch über mich sagen wollt, was ihr gegen mich in der Hand haben wollt. So. Ja. Das wirkt ja schon fast so. Also ich habe, wie gesagt, ich habe bei dem Ding überhaupt nicht so daran gedacht. Es war eher so ein, keine Ahnung, also es ist ja mal so, weißt du, man macht Kunst oder man macht Musik und so und man hat ja total oft Momente, wo man sich fragt, so ey, Mann, ich seit Jahren so meinen ganzen Schweiß da rein, so weißt du, so ich sterbe fast bei jedem Album und so, und das ist jetzt so das Feedback, so weißt du, keine Ahnung, so Sven15 schreibt, so auf dem Album ist ein guter Song, so weißt du, und du denkst so, Mann, das ist doch so Perlen vor die Säue, weißt du, und das war eher so ein Moment und ich habe den Song dann natürlich auch ans Ende des Albums so, weil man trifft mich einmal auf dem Album. So. Das Album ist ja auch wütend, lustig, traurig. So. Und am Ende wollte ich sagen, so, okay, jetzt, ihr habt jetzt einmal so eine Albumlänge mich begleitet, wird schon wieder oder auch nicht, aber lass mich mal alleine traurig sein. Und ja. Dieses Bild fand ich einfach auch so sehr treffend, weil am Ende des Tages muss ja auch jeder selber mit seiner Geschichte und mit seiner Melancholie fertig werden, so, weißt du. Du hast es ja, würde ich sagen, geschafft mit dem Genre, das du dir im Prinzip jetzt ausgesucht hast für deine musikalische Zukunft, dir ein kleines Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Denn es haben schon viele versucht, sich dem Crossover auf Deutsch anzueignen und damit zu arbeiten. Aber mir fallen wenige Beispiele ein, die es in dieser Konsequenz durchgezogen haben. Ja. Deswegen Crossover wird. Crossover wird.
überbewertet. Nein, keine Ahnung. Also ich glaube, Punkt. Ja. Sehr gut. Warum? Nein, also ich glaube, das ist halt. Ich finde das ganze Genre-Ding immer schwierig, weißt du? Weil aber die Leute brauchen das, um sich ein Bild zu machen. Die Leute brauchen Schubladen, ja, um Dinge zu verstehen. Ja, natürlich. Also, da sind wir wieder in Deutschland. Ja, da sind wir in Deutschland. Und deswegen sage ich aber überbewertet, weil es natürlich irgendwie so. Weißt du, am Ende sagt man natürlich, ja, was macht ihr so? Ja, wir sind eine Indie-Rock-Band. So, das sagt am Ende des Tages natürlich schon irgendwie was aus, wie es ungefähr klingt, aber das hat auch so viele Facetten, weißt du? Bei Rap ist es ja genau das Gleiche. Und ich finde halt so, dass es bei auch bei meiner Musik, die ich jetzt mache, so mit den anderen, dass es irgendwie so. Ja, das ist Crossover, so, aber am Ende heißt es nur, wir mixen verschiedene Stilarten. Was tun wir? Ska, Punk, Hip-Hop. Aber das ist doch wahrscheinlich sehr wichtig, dass du, was du eben gesagt hast, immer Hip-Hop in dir behalten wirst, dass dadurch auch ausgedrückt ist, dass es immer irgendwie einen halben Fuß im Hip-Hop halten wird, egal was ihr daraus macht. Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich muss natürlich sagen, dass mir das Singen, oder weißt du, das ist ja eher Grölen, also ich bin jetzt kein Sänger so großartig, weißt du, aber halt die Art, wie ich jetzt performe, dass mir das sehr gefällt. Also ich mag das, ich mag so zu schreiben. Ich glaube, ich hatte das immer schon so ein ganz gutes Gespür für Melodien und so weiter und so fort. Aber ich bin kein Sänger, so, aber es macht mir Spaß, weißt du? So, und das ist natürlich ein Faktor, aber auch Rappen macht mir Spaß. So Asche zu Staub, weißt du, ist ja auch gerappt. Und ich habe gar keinen Bock, mich da irgendwie so festzulegen, weißt du? Zu sagen, nein, das nächste Album wird noch mehr so und so, sondern das war auch das Coole bei dem Album, weißt du, wir haben nie irgendwie gesagt, lass uns mal so klingen wie die und die, weißt du, es war einfach, wir hatten eine Gitarre, einen Bass, ein Schlagzeug und haben Songs gemacht, so, weißt du, und das ist raus entstanden. Sonst hätte es wahrscheinlich noch mehr nach Limp Bizkit geklungen, das tut's ja nicht. Also ja, nee, das ist aber das Lustigste, weil die Ersten, die immer kommen, so, wenn du mit, auf der Tour warst mit JBO, die Ersten, ein bisschen wie Limp Bizkit, so. Ja, okay. Ob das Fluch oder Segen ist, werdet ihr noch sehen. Aber lass uns dafür in die Zukunft gucken. Swiss wird. Swiss wird hoffentlich noch ganz lange so kreativ sein wie beim letzten Album. Das liegt ja am Ende an dir selber, ne? Und an deiner eigenen Disziplin und deiner Kraft. Ja, also ich meine mehr, was die Inspiration angeht, weißt du? Also, das ist immer meine größte Angst bei jedem Album. So, bist du leer? Also jetzt nach dem Album bin ich schon leer. Also wenn ich jetzt denke, so ich müsste jetzt, keine Ahnung, also im Sommer anfangen, das nächste Album zu schreiben oder so. Boah, nee, es hat mich schon ausgesaugt. Also ich deswegen, das ist auch immer so ein Ding bei mir, ich kann das halt nicht. Irgendwie so jedes Jahr so ein Album kloppen. Aber wenn du nach Erfolgsformeln denkst, musst du ja genau das machen. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt bist du in der Mühle drin, jetzt musst du die Karriere in Wallung bringen. Ja, also keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Album, was irgendwie so länger stehen bleiben kann. Also du musst ja auch sehen, dass irgendwie das, also für mich jetzt gerade das zu toppen, ist echt so, boah, so, das ist echt eine Aufgabe. Plus, wenn du mit Band Musik entwickelst und dann aufnimmst und mischen, das ist halt immer einfach ein ganz, ganz anderer Prozess als Peter aus Baden-Württemberg schickt dir mal ein Beatpaket mit 12 Dingern, so du rappst auf 4. Schickst das Peter zurück und Peter produziert das aus. Das geht zum Mastern, so, weißt du, so, das funktioniert halt nicht, so, weißt du. Da kannst du ja Sleepy, kannst du alle fragen, ist einfach, boah, Alter. Ist ein Krampf. Der war angestrengt, auf jeden Fall. Voll, so, weißt du. So, der hat mitgelitten. Ist, ja, so, das ist ja auch zwischen uns. Sleepy ist ja auch so ein Typ, wir haben uns angebrüllt und so. Es hat so, die Nerven lagen komplett blank bei dem Ding, so, weißt du. Und insofern, also. Ich wünsche dir aber viel Glück und viel Erfolg für dieses dir. Projekt und vor allen Dingen auch viel Kraft, dass du danach weitermachen kannst. Denn ich bin da recht zuversichtlich, dass du deinen Weg gefunden hast und angekommen bist. Dankeschön, mein Lieber. Danke dir fürs Gespräch. Und ihr solltet dieses Album kaufen. Ganz ehrlich. Und zumindest mal reinhören. Das würde ich euch ans Herz legen. Denn es hat sogar mich getroffen und ich bin nicht der größte Crossover-Fan. Insofern danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Backspin.